Welcome back, Ladies and Gents. Ich bin Daniel Korte und in dem heutigen Video erkläre ich euch, wie ihr Haaröl bzw. Arganöl richtig verwendet. Gerade wenn man seine Haare lang wachsen lässt, dann achtet man natürlich viel, viel mehr auf seine Haarpflege. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Und umso länger die Haare werden, umso mehr Pflege brauchen deine Haare natürlich auch. Denn du möchtest ja am Ende des Tages schöne, natürliche Haare haben. Und ein Produkt, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, wirklich gar nicht auf der Palette hatte, war Haaröl. Bis meine Freundin zu mir gesagt hat, Daniel, du lässt gerade deine Haare lang wachsen, warum benutzt du nicht mal Haaröl? Vielen Dank an dieser Stelle, denn mein Haaröl will ich aus meiner Haarpflegeroutine nicht mehr missen. Das könnt ihr mir glauben. Aber die Frage, die sich wohl viele Leute stellen, ist, wie verwendet man eigentlich Haaröl? Und ich habe einige Kommentare gelesen und da herrscht anscheinend noch ganz schön viel Unklarheit. Und aus dem Grund gibt es heute 5 Tipps, wie man Haaröl richtig anwendet. Tipp Nummer 1. Verwendet lediglich nur ein paar Tropfen. Weniger ist manchmal tatsächlich mehr. Ja, das ist nicht nur bei Haarstyling-Produkten so, sondern auch bei Haaröl so. Viele Leute glauben zwar, desto mehr man nimmt, desto besser pflegt es auch. Ja, zum Beispiel beim Haarstyling-Produkt, umso mehr Haarstyling-Produkt ich verwende, umso stärker ist der Halt. Und umso mehr Haaröl ich verwende, umso besser. Nein, auf gar keinen Fall. Gerade bei Haaröl schlägt das nämlich komplett ins Gegenteil um. Wenn du nämlich richtig viel Haaröl verwendest, dann sehen deine Haare nachher ölig, schmierig und fettig aus und das willst du natürlich auf gar keinen Fall. Deshalb solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du nur maximal 2 bis 3 Tropfen verwendest. Kommt natürlich auch immer auf die Haarlänge drauf an. Ich bei meiner aktuellen Haarlänge verwende zum Beispiel maximal nur 3 Tropfen. Meine Haare gehen jetzt ungefähr hier bis zur Schulter und das reicht wirklich vollkommen aus. Einfach 3 Tropfen Haaröl auf die Hände, schön in den Händen verteilen und dann ab in die Haare damit. Das genügt wirklich komplett. Tipp Nummer 2, das Haaröl erstmal nur in die Haarspitzen einarbeiten. Gerade wenn du noch Anfänger bist und auch lange Haare hast, dann würde ich dir empfehlen, das Haaröl erstmal nur in die Spitzen einzuarbeiten. Eure Haarspitzen werden euch das auf jeden Fall danken, denn die Haarspitzen ist ja meistens so, dass die Haarspitzen eher schneller dazu neigen, auszutrocknen und abzubrechen. Und im Haaröl sind halt zum Beispiel natürliche Öle drin, wie zum Beispiel Arganöl und andere Nährstoffe. Und diese Nährstoffe versorgen eure Haarspitzen zusätzlich nochmal mit Feuchtigkeit und kräftigen eure Haarspitzen nochmal. Und glaubt mir, eure Haarspitzen werden es euch danken. Also tatsächlich erstmal nur das Haaröl schön in die Haarspitzen einarbeiten. Das reicht vollkommen aus. Nächster Tipp, ganz wichtiger Tipp, und zwar Tipp Nummer 3, das Haaröl nicht wieder auswaschen. Das habe ich oft gelesen, ja, dass Leute mich gefragt haben, hey Daniel, was soll ich denn mit dem Haaröl machen? Soll ich das anschließend, nachdem ich das benutzt habe, wieder auswaschen? Nein, du lässt das Haaröl einfach in deine Haaren drin. Stell dir so vor, wie zum Beispiel eine Gesichtscreme. Die Gesichtscreme machst du ja auch auf deine Haut drauf und das muss erstmal einwirken und einziehen. Und so ist es mit Haaröl dementsprechend auch. Das Haaröl muss erstmal von deinen Haaren aufgenommen werden und einwirken. Und deshalb ist es enorm wichtig, dass du das Haaröl nicht wieder auswäschst, sondern einfach in deinen Haaren drin lässt. Ein Haaröl ist sozusagen ein Leave-In-Produkt, das lässt du schön in den Haaren drin. Außerdem ist es dann auch so, dass du den größtmöglichen Pflegeeffekt für deine Haare so erzielst. Also Haaröl definitiv nicht auswaschen, sondern in den Haaren drin lassen. Jetzt kommt mein ganz persönlicher Tipp und zwar arbeitet das Haaröl ins feuchte Haar ein und nicht ins trockene Haar. Meine persönliche Haarstruktur, die kennt ihr vielleicht mittlerweile. Ich habe so eher trockene und eher krause Haare und ich habe das Gefühl, dass sobald ich Haaröl in meine trockenen Haare einarbeite, dass es dann irgendwie gar nicht so richtig wirkt. Und aus dem Grund arbeite ich das Haaröl tatsächlich ausschließlich ins feuchte Haar ein. Also wenn ich geduscht habe, meine Haare gewaschen habe, dann arbeite ich das Haaröl in meine Haare ein. Und wenn man dann das Haaröl in seinen Haaren eingearbeitet hat, dann spürt man auch direkt, dass das Haar wesentlich einfacher kämmbar ist. Also die Kämmbarkeit ist nach Anwendung des Haaröls viel, viel besser. Wenn ich das Haaröl dann einmassiert habe ins feuchte Haar, dann kämme ich das Haar auch manchmal durch. Dann fühlt sich einfach direkt frischer und geschmeidiger an. Last but not least, Leute, verwendet ein gutes, qualitativ hochwertiges Haaröl für eure Haare. Wenn du jetzt an dieser Stelle noch auf der Suche bist nach einem guten, qualitativ hochwertigen Haaröl, dann kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, welches Haaröl ich dir an dieser Stelle empfehle. Ja, genau dieses hier. Wenn dich das Haaröl interessiert, dann kannst du das ganz easy einfach bei Amazon bestellen. Den Link dazu packe ich dir natürlich in die Infobox rein. Wenn du jetzt aber am Drogeriemarkt stehst und völlig überfordert bist und gar nicht weißt, welches Haaröl du verwenden sollst, dann habe ich an dieser Stelle noch einen kleinen Tipp für dich. Achte einfach mal auf die Inhaltsstoffe und schau mal, ob du 100%iges Arganöl siehst in den Inhaltsstoffen oder Argania spinosa Kernelöl.
Das bedeutet unverarbeitetes Arganöl. Und wenn halt in dem Haaröl unverarbeitetes Arganöl drin ist, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass das Haaröl dann seine Arbeit leistet. Also einfach kurzen Blick auf die Inhaltsstoffe werfen. Wenn da drauf steht 100%iges Arganöl oder Argania Spinosa Kernel Oil, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein Daumen nach oben. Aber auch hier, Leute, probieren geht über studieren. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen ausprobieren. Es gibt verschiedene Haarstrukturen, es gibt verschiedene Haaröle. Manche sind dickflüssiger, manche sind dünnflüssiger. Probiert einfach mal aus. Wenn ihr Bock habt, kann ich dazu auch gerne mal ein Video machen. Dann einfach mal Hashtag Haaröl in die Kommentare rein. Dann kann ich mal so ein Top 5 Haaröl-Video gerne für euch machen. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Fatih Solmers. Fatih, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann schick mir einfach eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone mit deinem Vor- und Nachnamen und vielleicht bist du beim nächsten Mal dann schon am Start. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du jemanden kennst, der auch Interesse an dem Video hat, dann teile das Video gerne mit ihm. Weitere Videos zum Thema Haarstyling findest du hier oben. Mein neuesten Upload findest du hier oben. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, geschmeidige Haare, eine geile Frise. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peace out.